Moin aus Hamburg. Wer von euch kennt noch das Clue Train Manifesto von 1999? Das ist damals von vier Leuten rausgegeben worden. Es ging letztendlich um die Frage, wie funktionieren Märkte, wie funktioniert unsere Gesellschaft in der digitalisierten Welt. Erste These: Märkte sind Gespräche. Aktuell habe ich gerade etwas erlebt, das mich daran wieder erinnert hat. Ich habe so ein Magnetsteckerkabel für meine Geräte bestellt, damit, wenn der Stecker rausfliegt, wenn unser Sohn rüber stolpert, der ist noch ganz klein, dass dann nicht gleich das ganze Teil auf den Boden fliegt. Leider war dann einer der Stecker defekt, ich habe das reklamiert. Da kam dann am nächsten Tag sofort die Antwort: Hey, sorry, sorry, wir schicken Ersatz. Irgendwelche Porto-Berechnungen, nix aus China. Das Teil war am nächsten Tag da. Am nächsten Tag, die müssen also irgendwie ein Lager hier haben. Und dann kam auch gleich die E-Mail: Ist alles angekommen, hat es Ihnen gefallen? Und ich habe am übernächsten Tag antworten wollen. Da kam aber schon die nächste Mail. Da sagte irgendwie: Hallo, haben Sie unsere Nachricht bekommen? Sind Sie zufrieden? Hat es Ihnen gefallen? Und ich habe gesagt: Ja, war aber leider noch was dran defekt. Oh, sorry, 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 wir schicken Ersatz. Der Ersatz war am nächsten Abend per Kurierlieferung da. Und ich muss sagen, das ist echt der Hammer. Und da sehen wir, ich würde bei dieser Firma immer wieder kaufen, weil die das sozusagen intus haben. Märkte sind Gespräche. Wenn ich mit jemandem, wenn ich meinen Kunden gut behandle, ihn als Menschen sehe, es geht da nicht um den Preis. Es geht einfach darum, dass man miteinander sich austauscht und sagt, hey, okay, ich sehe, du sollst bei mir kaufen, du willst bei mir kaufen. Ich sehe aber auch deine Sorgen, deine Sachen, die dich beschäftigen. Hier, bitteschön. Ich habe auch andere Sachen schon erlebt. Bei denen mit dem Kabel werde ich auf jeden Fall alle meine weiteren Kabel kaufen. Und das zeigt uns mal wieder, wie unser Leben funktioniert, wie auch die Wirtschaft funktioniert. Es geht nicht immer ums Geld, günstig oder teuer, sondern es geht darum, dass es ein Gespräch mit Menschen ist. Du dich austauschst mit deinem Kunden, weil dein Kunde ist nicht anonym, sondern das ist der Mensch auf der anderen Seite von deiner E-Mail, von deiner Message, von deinem Handy oder auf der anderen Seite des Tisches. Märkte sind Gespräche. Wie sind deine Erfahrungen dazu? Wie geht ihr mit euren Kunden um? Wie sind eure Pläne? Wie sind deine Erfahrungen als Kunde selbst? Ich freue mich auf dein Feedback. Ansonsten, ich wünsche dir und ich wünsche euch einen wunderbaren Freitag und gutes Wochenende schon mal. Hoffentlich ein bisschen sonniger als heute.